Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Frage der Namensgebung für die jetzige Brannerbrücke ist ein scheinbar nicht beenden wollendes Trauerspiel. Dass sich mit der Posse um die Anbringung der Gedenktafel im letzten Jahr jedoch zunehmend zur Farce gewendet hat. Führen wir das Ganze endlich mal zu einem guten Ende und benennen wir diese Brücke. Die Dokumente hat es ja schon vorgemacht und in ihrem Übersichtsplan die Benennung in Brücke am Rondell vorweggenommen. Wenn das bei den Verantwortlichen der Stadt allerdings als Provokation angekommen ist, muss man feststellen, dass bei der politischen Kultur hier nicht viel nötig ist, um jemanden zu provozieren. Das ist schade. Und ich würde mir wünschen, dass man hier auch einfach mal über dieses Thema diskutieren kann, ohne dass sich gleich immer noch den Schlips getreten fühlt, weil ein Antrag von der falschen Fraktion kommt oder von den falschen Leuten unterstützt wird. Ich sehe aber, auch wenn ich den Konsequenzen nicht zustimme, durchaus in dieser Debatte jetzt ein paar positive Ansätze. Über die Person Karl Branner hat Herr Dr. von Rüden einiges sehr Wichtiges und Bedenkenswertes gesagt. Ich teile die Konsequenz nicht, aber die Analyse teile ich in weiten Teilen schon. Wir haben immer gesagt, dass aus der Aufarbeitung der Vergangenheit Karl Branners während des Faschismus die Konsequenz gezogen werden sollte, die nach ihm benannte Brücke umzubinden. Und auf einer Hinweistafel an der Brücke die Gründe der Umbenennung zu verdeutlichen. In gleicher Weise haben sich bereits 2015 die Ortsbeiräte unter Neustadt unmittelbar positioniert. Nun, die Stadtverordnetenversammlung hat dies damals mehrheitlich anders entschieden. Zugleich sind wir uns allerdings auch der Tatsache bewusst, dass die Kontroverse um Branner, Seidel und Lauritzen nur die Spitze eines Eisbergs ist und so manche Namensgebung für Straßen, Plätze und Bauwerke noch einer kritischen Hinterfragung hat. Daher haben wir im Zuge dieser Debatte im vorletzten Jahr unter anderem beantragt, die Vita der namensgebenden Personen aller Straßen, Plätze und Einrichtungen und Ehrentitel ab der Kolonialzeit, also der Berliner Konferenz von 1884-85, wissenschaftlich aufzuarbeiten und die Identifizierung und Veröffentlichung von schwerer persönlicher Schuld und moralischem Versagen zu ermöglichen. So ist es etwa auch meines Erachtens nicht auf Dauer hinnehmbar, dass in unserer Stadt immer noch eine Straße nach dem kaiserlichen deutschen Kolonialoffizier und Massenmörder Hermann Wissmann benannt ist. Städte wie Hannover und Stuttgart haben ihre Wissmannstraße bereits vor einigen Jahren aus gutem Grund umbenannt. Auch dieses von uns damals vorgeschlagene systematische Vorgehen, bei dem nicht nur einzelne Benennungen anlassbezogen hinterfragt werden, wurde hier in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich abgelehnt. Um das Ausmaß an, ich kann es nicht anders ausdrücken, Geschichtsvergessenheit und Ignoranz noch zu verschlimmern, so könnte man meinen, hat der Magistrat sich in der Frage des Textes der Gedenktafel an der Brannerbrücke die Kritik der mit der Aufarbeitung der Biografien Branners, Lauritzens und Seidels beauftragten Historiker ungerührt an sich abperlen lassen, die im Hinblick auf den Text der Gedenktafel von einer Verdrehung der Forschungsergebnisse sprach. Der neueste Schildbürgerstreich im letzten Jahr aber führt das Ganze nun wirklich endgültig in den Bereich des Absurden. Die Anbringung des Schildes in 3 Metern Höhe am Fuß der Brücke mag ja den Vorteil haben, dass Debatten über die Angemessenheit des Wortlauts dieser Tafel damit irgendwie nebensächlich werden, weil den Text ja ohnehin niemand mehr lesen kann. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich da nur den zahlreichen Kritikern anschließen, die das Spektrum von Linken, Freien Wählern und Piraten über reflektierte und kritische Sozialdemokraten bis hin zur CDU unter Neustadt reicht. Die Anbringung dieser Tafel in 3 Meter Höhe nach einer kontroversen Debatte über den Brückennamen quer durch die politische Stadtgesellschaft ist völlig inakzeptabel und spricht einer glaubwürdigen und angemessenen Aufarbeitung um. Und dass dies nicht nur Mitglieder der momentan nicht den hauptamtlichen Magistrat stellenden Parteien zu sehen, wird doch deutlich, wenn man mal zum Beispiel die Ausführung des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Wesertor Dietmar Bürger zur Kenntnis nimmt, der in diesem Zusammenhang von einer, Zitat, konsequenten, sarkastischen Fortsetzung einer absolut peinlichen historischen Fehlleistung des Kasseler Magistrats, Zitat Ende, spricht. Liebe Genossinnen und Genossen der SPD, warum tun Sie sich das ein? Wäre es nicht sinnvoll, aus der Wagenburg herauszukommen, in der sich manche von Ihnen womöglich verschanzt haben, auf die breite Kritik aus allen Teilen des politischen Spektrums und unter anderem auch aus der eigenen Partei konstruktiv zu reagieren und der Umbenennung der Brücke zuzustimmen? Meines Erachtens wäre es an der Zeit und durchaus keine Schande, für dieses
Kommunalparlament dem Antrag der Freien Wähler und Piraten sowie der Forderung der Ortsbeiräte und der Neustadtmitte zu folgen und mit der Umbenennung der Brücke eine 2015 getroffene falsche Entscheidung zu korrigieren. Meine Fraktion, jedenfalls die Kasseler Linke, wird diesem Antrag zustimmen.